Wenn man Zeugen Jehovas fragt, ob Jesus der Sohn Gottes ist, haben die damit kein Problem. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Ich meine, so steht es ja auch in der Bibel, das kann man schwer leugnen. Aber von dieser Antwort darf man sich nicht irritieren lassen, denn Zeugen Jehovas meinen damit nicht, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Ja, der Sohn Gottes ist aber für sie nicht gleichbedeutend mit Gott. Es ist nicht der ewig Seiende, der Ich Bin. Es ist nicht der Jehova des Alten Testamentes. Das weisen Zeugen Jehovas streng oder lehnen sie streng ab. Nun, wenn wir uns die Evangelien anschauen und vor allen Dingen die Stellen uns anschauen, wo Jesus etwas über sich selbst sagt, über seine Identität, wo er etwas darüber sagt, ob er nun Gott ist oder nicht, ist es interessant, dass wir jedes Mal eigentlich durchgehend ein Schema entdecken. Es ist eine Aussage von Jesus über seine Identität und es ist ein eindeutiges Verständnis der Juden, wie sie die Worte Jesu verstanden haben. Und das Verständnis der Juden geht immer dahin, dass sie verstanden haben, Jesus sagt von sich, wenn auch jetzt in unterschiedlichen Worten, aber in seinem Kern, ich bin Gott, ich bin der ewig Seiende, ich bin der Ich Bin der Jehova des Alten Testamentes. Woran sehen wir das? Wir sehen es darin, dass die Reaktion jedes Mal in Hass, in Wut, ja in Mordabsichten ist. Exemplarisch möchte ich gerne die Begebenheit aus Matthäus 26 herausgreifen. In Matthäus 26 sehen wir, wie Jesus im Garten Gethsemane ist. Dort wird er gefangen genommen. Er wird dann noch in derselben Nacht, Donnerstagnacht, in einer eigentlich illegalen Gerichtsverhandlung vor die hohen Priester gestellt oder das Synedrium, was der Hohe Rat der Juden ist. Und dort geht es interessanterweise nicht in dieser Gerichtsverhandlung um das, was Jesus getan hat, sondern es geht eigentlich um seine Identität. Es geht darum, was Jesus von sich selbst gesagt hat, dass er sei. Dennoch fängt die Gerichtshandlung damit an, dass man nach falschen Zeugen sucht, dass man Jesus irgendwas anhaften kann, was er Falsches getan hätte, etwas Sündiges gegen das Gesetz. Aber es klappt nicht. Man findet nicht zwei Zeugen, die dasselbe sagten. Nach jüdischen Rechten muss es mindestens zwei Zeugen geben, die übereinstimmend den Angeklagten einer Tat beschuldigen. Da das nicht der Fall ist und Jesus auch zu dem Ganzen schweigt und das über sich ergehen lässt, platzt dem hohen Priester irgendwann eigentlich der Kragen und er legt Jesus unter Eid. Heute ist es bei uns so, dass wir selber schwören, man selber sagt, ich schwöre oder ich gelobe und dann kommt man das, was, dann sagt man etwas, womit man vorher durch den Schwur belegen wollte, dass das jetzt der Wahrheit entspricht. Hier ist es andersrum, der hohe Priester legt Jesus unter Eid und dieser ist jetzt gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Er muss der Wahrheit Zeugnis ablegen. Und das, was wir jetzt hier lesen, ist Folgendes. Der Hohepriester sagt, was bringen diese gegen dich vor? Also diese Anschuldigung, wo aber keine Übereinstimmung war. Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das ist Matthäus 26, Vers 63. Und wie ist die Antwort Jesu? Jesus sagt, ich lese einfach jetzt nur den ersten Teil dieses Verses, Vers 64. Jesus sprach zu ihm, du hast es gesagt. Mit anderen Worten, richtig, ich bin der Christus, der Sohn Gottes. Dann kommen noch weitere Worte, Worte, die den Juden nicht fremd in den Ohren waren, denn es waren Worte aus dem Propheten Daniel, 7. Kapitel. Ich gehe jetzt nicht weiterhin auf diese Worte ein, aber auch diese Worte belegen, dass Jesus Gott ist. Nun, abgesehen davon, haben Zeugen Jehovas, sagen sie erstmal, haben sie kein Problem damit, dass Jesus jetzt hier sagt, du hast es gesagt. Ja, stimmt, ich bin der Christus, der Sohn Gottes. Weil sie sagen, Sohn Gottes bedeutet nicht, dass er Gott ist. Aber kann das sein jetzt hier in diesem Kontext? Kann das wirklich sein, dass das hier bedeutet, dass Jesus nicht von sich sagt, dass er eigentlich Gott ist? Und es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wie diese Worte Sohn Gottes gemeint sein können. Nämlich die, dass er sagt, ich bin Gott. Ich bin der ewige Ich Bin. Ich bin der Jehova des Alten Testaments. Warum?
Die Reaktion des Hohenpriesters ist eindeutig. Genau die Reaktion, genau wie bei den anderen Bibelversen, die wir haben, ist auch hier die Reaktion des Hohenpriesters eindeutig. Was sagt der Hohepriester? Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Also die Worte, das, was Jesus gerade gesagt hat, war in den Ohren des Hohenpriesters eine Lästerung, eine Blasphemie, eine Gotteslästerung. Und jetzt sagt er, was brauchen wir noch, Zeugen? Nun, vorher hatte man keinen übereinstimmenden Zeugen gefunden. Das war ein Dilemma, ein Problem für die Juden damals, die ja Jesus umbringen wollten. Das war ihr erklärtes Ziel. Jetzt hat er aber aus dem Mund Jesu selber etwas gehört. Und das nimmt er und verwendet es gegen Jesus. Übrigens auch das etwas, was verboten war. Der Angeklagte durfte sich selbst nicht belasten. Aber gut, andere Geschichte. Und er fragt jetzt die anderen, siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und das Synedrium, der Hohe Rat der Juden, gibt eine eindeutige Antwort. Er ist des Todes schuldig. Und nach 3. Mose 24 war das tatsächlich das Urteil, das auf Lästerung, auf Gotteslästerung stand. Die Reaktion des Hohenpriesters und der Juden hier beweisen also, wie wir die Worte Jesu verstehen müssen. Die Reaktion der Juden machen absolut keinen Sinn, wenn die Worte Sohn Gottes nicht gleichbedeutend sein würden mit Ich bin Gott. Aber genau das war der Punkt. Sie haben das genau so verstanden, dass dieser Jesus, der da vor ihnen stand, von sich sagt, ich bin der Christus, ich bin Gott. Und das war in ihren Ohren eine Lästerung, eine Blasphemie, auf die nach dem Gesetz, natürlich für jeden anderen, der das gesagt hätte, auch zu Recht das Todesurteil stand. Eine andere Stelle noch, die das noch belegt, wie sie das verstanden haben, sehen wir, als die Juden dann später vor Pilatus stehen. Und da lesen wir dann im Johannesevangelium, Kapitel 19. Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 7. Dort sagen sie zu Pilatus, der jetzt auch nichts Schuldiges an Jesus gefunden hatte, dort sagen sie, da sagt er, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Das sagt Pilatus. Und jetzt sagen die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Warum? Weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Auch wiederum, das macht keinen Sinn. Es sei denn, zu Gottes Sohn bedeutet tatsächlich das, wie die Juden es verstanden haben, dass er selbst Gott ist. Und das ist das Schema, was wir durch die ganzen Evangelien hindurch sehen. Der Jesus sagt von sich selbst, dass er Gott ist, der ewige Ich Bin, der Jehova des Alten Testaments. Und die Juden haben es eindeutig und richtig verstanden. Und genau deswegen, wegen dieser Identität, die Jesus sich gab und die er hatte, wurde er schlussendlich umgebracht.